Rassismus, was bedeutet das eigentlich? Viele verstehen darunter rechte Gewalt, doch Rassismus bedeutet mehr. Es ist jede Form von Diskriminierung anderer. Aktive Schüler haben sich getroffen, um diese Projektwoche vorzubereiten. Immerhin sind es bis zu 80 Workshops, die wir hier veranstalten. Und ich denke, es ist ein spannendes Angebot, auch heute, für Sie. Und Sie haben sich ja in aller Regel auch schon in den Listen eingetragen. Antragen müssen und mal, das ist eigentlich ein Nebenaspekt. Der Hauptaspekt ist, wir wollen ja eine Schule mit Courage werden, eine Schule ohne Rassismus. Capoeira ist eine Kampfkunst, die aus der Unterdrückung entstanden ist. Canta ladainha e também faz canção. Quando joga a mandiga no corpo, sorriso no rosto e um aperto de mão. Hoje tem roda no morro, ouve, vive, vá tocar. É o que eu acho, é capoeira que acaba de chegar. Hoje tem roda no morro, ouve, vive, vá tocar. É o que eu acho, é capoeira que acaba de chegar. Ich weiß nicht mehr, wer bin ich. Meine Identität steht hinter der Maske. Wer bin ich eigentlich? Ich habe meine Identität komplett verloren. Ich habe eine neue Maske. Ich habe mich eine neue Identität gekauft. Wer bin ich eigentlich? Ich kenne mich nicht mehr selbst. Ja, also das sind afrikanische Masken, die zum Beispiel zur Fruchtbarkeit genommen werden. Oder als Symbol zur Fruchtbarkeit für verschiedene Veranstaltungen und Gebräuche in Afrika. Findet ihr, dass hier viele Angebote sind, dass man auch viel lernen kann? Ja, ich finde schon, es sind eine ganze Menge Workshops, die man besuchen kann und dass man nochmal ein bisschen was anderes macht als den tristen Schulalltag. Heute im ersten Block sozusagen sind wir rübergegangen in das andere Gebäude und haben T-Shirts gedruckt. Unsere Erwartung ist eher halt, dass wir natürlich merken oder beobachten wollen, wie ist da die Wissensstand bei den jungen Menschen zum Thema Homosexualität.
Block um 12.15 Uhr sind wir hier in den Klassenraum der Gestaltung 113 und haben uns schminken lassen und wir durften auch schminken. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch bald zu sehen im Internet. Ja, und ich hoffe, alles wird gut. Ja, ich bedanke mich erstmal. Es war sehr nett mit euch und bis bald. Rassismus hat, glaube ich, immer was mit Vorurteilen zu tun. Also, dass man denkt, dass Menschen aus anderen Nationen nicht so sind, wie wir sind. Es hat auch mit unterschiedlichen Kulturen zu tun und dass man sich vorstellt, zum Beispiel, dass in einer anderen Gesellschaft wie in der Türkei, dass die Menschen dort anders sind. Und ich glaube, das führt zu Rassismus. Ich glaube, Rassismus kann man nur überwinden, wenn man sich trifft. Wir fangen jetzt gleich mit der Präsentation an und haben heute ein richtig großes Programm. Unser Kreis. Und nehmen Sie gleich noch jemanden mit, den Sie kennen. Projekte zum Thema Hip-Hop, einmal DJ und einmal Rap. Und ich bitte mal direkt den Rap-Workshop hier vorzukommen. Okay, ein bisschen lauter, weil es muss gehören. Was? Aha. J. Ich sehe Nazi-Propaganda, sie steht überall im Netz. Sie fühlt sich voll im Bundestag in euren Einreisegesetz. Hat schon das Programm, die Magie scheinbar aus der Nazi-Kretz. Fühlt sie sich zu Hause in den Köpfen, sitzt sie fest. Was die Verfassung neu verfasst oder sind das auch gespielt? Egal, kommt man glaubt nicht weiter mit Betrug und akzeptiert. Ihr habt das gewählt und überhaupt die Zerstörung bringen. Und die, die es nicht anders wollen, man bitte auch nicht weiter als der eigene Teller haben. Das ist ganz normal, das ist Realität. Ey yo, alle wollten helfen, doch leider zu spät. Alle sind sich eigentlich sehen im Recht ein Problem. Aber das passiert ist in der S-Bahn. Habt ihr alle nicht gesehen? Am Donnerstag, den 24. Juni 2010. Ich finde, das ist für uns, für die Wilhelm-Ostwald-Schule, ein wichtiger Termin. Kein Schultag wie jeder andere. Es gilt, ein kleines Fest zu feiern, einen Festakt mit Hintersinn und Tiefgang. 5 Tage am Stück gab es Aktivitäten hier am OSZ, sozusagen rund um die Uhr. In insgesamt etwa 60 Workshops wurde diskutiert, gestritten, musiziert, getanzt, Sport getrieben oder einfach kreativ gearbeitet. Clothing, unadulterated clothing, for your face, your voice. Your clothing, let's just say, I own it all, every little change, however small. Desto mehr die aktuelle Schülervertretung sich damit auseinandersetzte, umso schwieriger erschien die Realisierung. Doch Stück für Stück schafften wir es, das Projekt greifbarer zu machen, bis wir es tatsächlich Anfang des Jahres in Form einer Projektwoche umsetzen konnten.
dass die Wilhelm-Ostwald-Schule diesen Titel bekommen hat. Das hat hoffentlich eine Wirkung auf andere Schulen, auf Betriebe, die sagen, Mensch, finden wir ganz toll, was da gelaufen ist. Vielleicht wird es dazu führen, dass weitere Schulen ihrem Beispiel folgen. Ganz klar, wir haben auch viel Kontakt mit anderen Berufsschulen, wir werden das, natürlich das Thema auch weitertragen. Gratuliere euch zu dem Titel Schule ohne Rassismus, würde alle bitten, sich so ein bisschen auch um dieses Schild herum zu gruppieren und bitte euch jetzt das Schild zu enthüllen. I know this plane to share.